Neues Objekt im Visier. Angriff nach freiem Ermessen. Okay, verstanden. Ziel gelasert. 3, 2, 1, Feuer. Good kill. Und jetzt ist der Krieg ein First-Person-Shooter. Und die Hälfte von ihnen wurde in Shopping-Malls angeheuert, weil sie sich mit Computerspielen auskennen. Alle Starts und Landungen finden in irgendwelchen gottverlassenen Gegenden statt, wo unser Land heutzutage Krieg führt. Schuss bereit. Kann losgehen. Sprengköpfe auf Knallköpfe. Raketen gestartet. Tja, die heißen nicht umsonst Hellfire. Was hatten Sie vorzuweisen? 3000 Stunden in der F-16, 6 Kriege, 200 Kampfeinsätze? Hab gehört, du willst wieder ins Cockpit zurück. Bist du vollkommen irre? Ist das so schlimm, was du gerade tust? Ich dachte, du bringst den Menschen Sicherheit. Zum Abschuss freigegeben. Raketen gestartet. Verflucht, was machen die da? Abbruch. Negativ. Aufschlag in 3 Sekunden. Fragen Sie mich nicht, ob dieser Krieg noch gerecht ist. Es ist nicht unsere Entscheidung. Für uns ist es nur Krieg. Ich bin nun mal Pilot, aber ich fliege nicht. Ich weiß nicht, was ich da draußen tue, aber es ist nicht Fliegen. Hab von oben gehört, dass wir die Angriffe intensivieren. Denn unsere Geheimdienste sagen, dass die Angriffe intensivieren. Sind Sie auch schon mal in einem richtigen Krieg geflogen oder so? Ich habe gerade heute 6 Taliban in Pakistan erledigt. Jetzt fahre ich nach Hause zum Grillen. Ich komme mir vor wie ein Feigling. Ich schieße auf Ziele am anderen Ende der Welt. Der ist echt cool. Was passiert, wenn er ausrastet? Er wird noch ruhiger. Wir müssen die Waffengattungen getrennt halten, auch wenn wir alle unserem Land dienen. Was vermisst du so sehr? Das Schlachtfeld?